Moin Moin und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Ich bin Ankerteis und werde mit euch zusammen hier Lollipop Chainsaw spielen. Was? Heidi Hall? Goddammit. Wenn dieses Symbol angezeigt wird, lädt das Spiel Daten. Nein. Seriously. Viel Spaß mit der Opening-Sequenz. Welcome to my bedroom. Don't think that me letting you in here is an invitation for any funny stuff. I mean, not that I have a problem with funny stuff. Especially not if you really like the person. But that isn't what I wanted to talk about. Today is, as they say in Spain, my cumpleaños. That's right, my birthday. I'm 18 today. These are my girls on the San Romero cheer squad. We've gone to the Nationals 3 years in a row. But we haven't won yet. Ugh. To keep my energy up, I eat lollipops. I know what you're thinking. I'm getting so fat. But they're so yum. This is my family. My older sister Cordelia won a gold medal in riflery last year. And she has a lot of secret meetings with guys I think are college scouts. My little sister Rosalind just got her license, which makes me kind of think the DMV are idiots. My girlfriends say my dad is a total dilf. But try as they might, they could never come between him and my mom. She is so cool. It's because of her, my sisters and I all wear our vaginas proudly. God, she and my dad love each other so much. Speaking of true love, this is my boyfriend, Nick. It F's me up how much I really like him. My family's throwing me a birthday party after school. Nick is totally freaked out having to meet my family for the first time. But I'm even more freaked out for him to find out about my family. Because even though they're the most amazing ever, some of our traditions are a little unusual. Nick's already so sweet to never complain about my ginormous fat butt. If he finds out I'm the number one world's biggest weirdo, he might not stick around. I'd be so sad. I think I'd seriously cry forever. Oh no! I'm totally late! I was supposed to meet him before school! I'm so lame! Ugh! I hope Nick isn't mad. That's about the worst thing that could ever happen! Ja, die Kleine und ihre Probleme. Aber erstmal müssen wir in den Optionen einmal kurz rein, weil ich habe das Spiel ja schon mal erpet und dann tierische Probleme auch gekriegt wegen Copyright von Musik. Deswegen lasse ich die Musik jetzt komplett weg, weil ich keine Lust habe, mich mit irgendwelchen großen Firmen anzulegen. Hey, könntest du aufhören, unter meinen Rock zu linsen? Das ist im Übrigen eine Trophäe, wenn man ihr unter den Rock lange genug linst, dann macht es bling und schon hat man eine Trophy. Boah, das letzte Mal, als ich dieses Spiel gespielt habe, ist das gerade frisch rausgekommen. Wann war das? 2014? 15? Egal, es ist so durchgeknallt, weil Kodogawa Games und Suda 51, die machen einfach Banane-Spiele. Und sie fährt Fahrrad, im Übrigen. Nick-Tickets können dir in aussichtslosen Situationen helfen. Ich denke mal, ich werde erstmal ein Level spielen und dann werde ich wahrscheinlich das Level ein paar Mal wiederholen, natürlich offscreen, um halt noch ein paar Items zu farmen oder halt Stärke dazu zu gewinnen. Die stärkste Einzelattacke ist die San Romeo High. Ist klasse. Ein Cheerleader nimmt ja auch immer eine Kette mit. Stupid.
Zombies. Und noch mehr Zombies. OMFG vor allem Dingen. Hat die das Plastik jetzt vorher abgenommen? This is so irritating. Los, Ladeprobleme. Ja, wenn wir es nämlich so machen, dann macht sie entweder so oder so. Egal, wir wollen jetzt Zombies schlachten. Und puff! Entschuldigung! Sind alle tot. Das mal die Pompom-Hiebe, Kettensägenangriffe. Bidliding! Dafür kriegen wir im Übrigen auch. Ja, da fliegen die pinken Herzchen. Das ist ein Valentinstagsspiel. Yay. Und weiter. Und auch schön alles absuchen, weil ich möchte in diesem Spiel... Ich muss mich erst dran... Zombie töten zeigt dann, wie viele Zombies du noch platt machen musst. Gut, ich könnte das Spiel auch einfach durchspielen, aber das ist lame. Awesome. I'm still alive. Pretty zombie nettles. Thanks, kid. Really great work. Buzz you. See if you can get anyone else out. Be careful. Da 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 da. Schlimmer wie ihre Schwester, würde ich mal sagen. Vermute ich. Durch immer schön den Pöter in die Luft, ne? Und noch ein paar Medaillen einheimsen. Achso, da hinten. Nein, hätten wir nicht. Okay. Nothing gesagt. Wie gesagt, Soundtrack gibt's nicht. Weil Copyright und so. Und da müsst ihr mich auch verstehen, dass ich da nicht unbedingt Lust drauf habe. Yay, wir haben 60. Your license should be revoked, bro. I'll rip out your teeth. Oh great. This isn't gonna be as easy as I thought. Hey, Herb, don't be looking at my skirt. Juliette, dir will keiner unter das Röckchen gucken. Ja, da springe ich ja schon gleich rüber.
Erst noch ein paar Münzen einsammeln und jetzt. Ach, Kletterzombies! So kannst du mit deinen Skills angehen. Ihr werdet verrecken. So. Okay. Wenn du das sagst. Oh my, awesome. Oh my, awesome. Ein Lollipop. Numero uno. Dieser Humor ist aber so Banane. Come on, get away from me. Hold on, I'm coming. Oh, da bin ich auf meinen Pöter gefallen. Läuft. So. Was? Sind doch alle cool. President ist Warren G. Harding. Awesome! Fetz, la Bums. Sind die noch irgendwas, was wir kaputt machen können? Schade. Schade, schade, schade. Zombie See Stern sehen Fingeranzeige. Und vier. Und nochmal drei. Wuhu. Lollipop. Oh shit, ich hätte warten sollen. Und hui. Ja, ja, ja.
So. Fetz, Labems. Oh, Münzen, Münzen, Münzen. Schnell einsammeln, sammeln, sammeln. Die brauchen wir doch.